Die Größe der Hautporen ist zwar genetisch bedingt, kann jedoch auch durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Ungesunde Gewohnheiten, zu wenig Feuchtigkeit, Umwelteinflüsse und andere Ursachen können große Hautporen zusätzlich fördern. In der Folge sieht die Haut älter aus und es kommt häufig zu Unreinheiten und Pickel. Doch was kann man tun, um das Hautbild zu verfeinern und ebenmäßiger zu machen? Anschließend findest du verschiedene Heilmittel, um große Hautporen zu reduzieren und deine Haut zum Strahlen zu bringen. Manchmal sind sie nur mit der Lupe zu sehen. Teilweise kann man sie aber auch mit bloßem Auge erkennen. Vergrößerte Poren sind insbesondere bei jüngeren Menschen ein häufig auftretendes Problem. Doch mit der richtigen Pflege können gute Resultate erzielt werden. Wir empfehlen dir verschiedene Hausmittel, um die geweiteten Poren zu verfeinern. Vergiss nicht, dein Gesicht täglich zu waschen und mit Feuchtigkeit zu pflegen, um den Allgemeinzustand der Haut zu verbessern. Das Eiweiß enthält viele verschiedene Nährstoffe, die deine Haut straffen und stärken. Die Haferflocken peelen deine Haut sanft. Die Zitrone wirkt stark reinigend. In Kombination sind diese Zutaten ausgezeichnet, um die natürliche Talgproduktion zu regulieren. Verwende diese Maske abends, wenn du nicht mehr außer Haus musst. Danach die Haferflocken dazu rühren. Trage diese Maske auf das zuvor gereinigte Gesicht auf. Mit kreisenden Bewegungen sanft einmassieren, um die Haut zu peelen. Anschließend mit warmem Wasser abspülen. 2. Gurkenmaske. Die Gurke ist ein Klassiker in der Schönheitspflege und ist unter anderem auch vorteilhaft, um das Hautbild zu verfeinern. Du kannst damit große Hautporen minimieren und die Haut straffen und jung halten. Kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-app-bindestrich-größer-als-google-tag-cmd-push-function-google-tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-box-middle-app-336 260 300 250. DIVGPTAD 150339174311-2-0. Settergeting, Red, Falls, Settergeting, Section, 4, Settergeting, URL. 8 hausgemachte Heilmittel gegen große Hautporen. Settergeting, Topic, Beauty, Settergeting, Marfil Type, Get MRFP. Set Clipsimptidiv True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 150339174311-2-0, kleiner als 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1x1-größer-als-google-tag. CMD, Push, Function, Google Tag. Define Slot 7.120.678 besser-sizes-desktop-generic-1x1-1. DIVGPTAD 151309469076770-0. Settergeting, Red, False. Settergeting, Section, 4. Settergeting, URL. 8 hausgemachte Heilmittel gegen große Hautporen. Settergeting, Topic, Beauty. Settergeting, Marfil Type, Get MRFP. Set Clipsimptidiv True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats.
Galapsemptidives Google Tag. Enabled Services Google Tag. Display DIVGPTAD15130946907067-0. Zutaten: eine Gurke, 2 Esslöffel Maisstärke, 20 Gramm. Anleitung: Schäle die Gurke und zerkleinere sie in einem Mixer. Du kannst sie auch sehr fein hobeln. Gurke und Maisstärke gut vermischen und dann mit kreisenden Bewegungen auf das zuvor gereinigte Gesicht massieren. Lasse diese Maske 15 Minuten einziehen und spüle sie dann mit warmem Wasser ab. Benutze danach eine Feuchtigkeitscreme. 3. Mandelmaske gegen große Hautporen. Das Eiweiß enthält viele verschiedene Nährstoffe, die deine Haut straffen und stärken. Die Haferflocken peelen deine Haut sanft. Die Zitrone wirkt stark reinigend. In Kombination sind diese Zutaten ausgezeichnet, um die natürliche Talgproduktion zu regulieren. Verwende diese Maske abends, wenn du nicht mehr außer Haus musst. Denn bei Sonnenexposition kann Zitrone zu Hautflecken führen. Die Gurke ist ein Klassiker in der Schönheitspflege und ist unter anderem auch vorteilhaft, um das Hautbild zu verfeinern. Du kannst damit große Hautporen minimieren und die Haut straffen und jung halten. Gemahlene Mandeln sind perfekt für ein sanftes Hautpeeling. Tomaten bestehen großteils aus Wasser und eignen sich perfekt nach einem Sonnenbad zur Beruhigung der Haut. Sie enthalten Kalium, mit dem die Hautporen verfeinert werden können. Wir empfehlen dir deshalb, dieses Hausmittel anzuwenden. Molke ist ein altes Hausmittel gegen unreine Haut und geweitete Poren. Reinige abends dein Gesicht gründlich und trage die Molke danach auf die Haut auf. Alternativ kannst du Naturjoghurt ohne Zucker verwenden. Nach 20 Minuten Wirkzeit das Gesicht mit warmem Wasser waschen. 6. Maske mit Natron. Natron sollte in keinem Haushalt fehlen, denn es kann sehr vielfältig genutzt werden. Es ist perfekt für Reinigungszwecke, in der Kosmetik und auch gegen gesundheitliche Beschwerden geeignet. Die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung hilft auch bei Akne und erweiterten Poren. Zutaten: 2 Esslöffel Natron, 20 Gramm, 2 Esslöffel warmes Wasser, 20 Milliliter. Anleitung: Natron und Wasser gut vermischen und dann mit kreisenden Bewegungen auf die Haut massieren. Ein perfektes Peeling. Nach 20 Minuten mit reichlich kaltem Wasser abspülen. 7. Papaya-Maske. Molke ist ein altes Hausmittel gegen unreine Haut und geweitete Poren. Natron sollte in keinem Haushalt fehlen, denn es kann sehr vielfältig genutzt werden. Es ist perfekt für Reinigungszwecke, in der Kosmetik und auch gegen gesundheitliche Beschwerden geeignet. Die antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung hilft auch bei Akne und erweiterten Poren. Diese leckere tropische Frucht ist wunderbar für deine Haut. Die Schale ist ein perfektes Hausmittel gegen große Hautporen. Auch Honig ist in Küche und Kosmetik sehr nützlich. Er wirkt stark antibakteriell und entzündungshemmend. Darüber hinaus kann Honig dein Hautbild verbessern. Dieses Bienenprodukt eignet sich ausgezeichnet gegen Akne, Hautunreinheiten und Infektionen.